Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Emission TV, dem Magazin rund um erneuerbare Energien und alternative Energieformen. Und auch im neuen Jahr dreht sich bei uns alles um sinnvolle und umweltfreundliche Möglichkeiten der Energiegewinnung und natürlich, wie Sie bei sich zu Hause im Haushalt sparen können. Wenn Sie Themenvorschläge, Ideen oder Anregungen haben, freuen wir uns sehr darauf. Schicken Sie sie einfach per Mail an etv@drdisch-tv.com. Und Ihre Meinung ist uns natürlich sehr wichtig. In der letzten Sendung, da haben wir ja zwei hochwertige Trinkwassersprudler von SodaStream verlost. Und hier sind die zwei glücklichen Gewinner. Das ist einmal die Ludmilla Doberstein aus Oberhausen. Glückwunsch. Und Werner van der Loo aus Goch. Also herzliche Gratulation. Und allen anderen vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Neues Jahr, aber viele alte Probleme. Die Spritpreise zum Beispiel. Oder auch die Kosten für Kleidung, Lebensmittel und für Heizöl. Sachen des täglichen Bedarfs, die werden immer teurer. Die Inflationsrate in Deutschland ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und dazu flattert in diesen Tagen auch noch bei vielen von Ihnen die Heizkostenabrechnung ins Haus. Und dabei sind wir noch mitten im Winter und es ist noch bitterkalt und wir heizen auch noch. Aber was können Sie machen, wenn sich die Kosten für Strom und Gas überschlagen? Und wann ist es sinnvoll, den Anbieter zu wechseln? Die Lebensmittelpreise steigen ins Unersättliche. Die letzte Handyrechnung lässt uns verstummen. Und die Spritpreise schlagen uns jedes Jahr aufs Neue in die Flucht. Besonders hart trifft es den deutschen Verbraucher jedoch in Sachen Energiekosten. So ergab eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, dass allein der Strom in Deutschland bis 2030 um 32 Milliarden Euro teurer wird. Es lohnt sich also, den eigenen Energieanbieter sorgfältig auszuwählen. Die Deutschen sind derzeit noch nicht sehr wechselfreudig, insbesondere was den Gasmarkt angeht. Hier haben sie auf jeden Fall viel Sparpotenzial. Eine Familie, die mit Gas heizt, kann mit Sicherheit einige hundert Euro im Jahr sparen. Und auch beim Stromanbieterwechsel können viele Familien locker 100 Euro jährlich einsparen. Dabei ist ein Wechsel und ständiger Vergleich der Anbieter nicht nur ratsam, sondern auch denkbar unkompliziert. Schließlich kann heute dank verschiedener Portale jeder den passenden Tarif für sich finden. Das ist heutzutage sehr einfach. Das ist alles über das Internet gut möglich. Sie brauchen nur Ihre Zählernummer und Ihren Verbrauch. Und den Rest erledigt der neue Energieversorger für Sie, inklusive der Kündigung des alten Vertrages. Woran liegt es also, dass deutsche Verbraucher so selten den Anbieter wechseln? Das ist nun mal so bei den Deutschen, dass die, was sie haben, haben sie, und die großen Konzerne, da bleiben wir dabei. Das liegt an der allgemeinen Trägheit der Deutschen. Also auch so mit Ökostrom und so, das ist ja schon ein Thema, aber irgendwie bin ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen zu faul gewesen. Dabei bedarf ein Wechsel keiner großen Anstrengung und es müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt sein, um mit einem neuen Anbieter entspannt die Energiekosten zu senken. Zum einen, dass Sie sich einen seriösen Anbieter, also ein seriöses Energieversorgungsunternehmen aussuchen. Zum anderen, dass Sie sich einen Tarif ohne Grundgebühr auswählen. Das bedeutet, dass Sie nur das zahlen, was Sie tatsächlich verbrauchen. Und das dritte ist, dass Sie einen Tarif mit einer Preisgarantie auswählen, zum Beispiel mit einer 12-monatigen Preisgarantie, wo alle Preisbestandteile fest sind. Das bedeutet inklusive aller Steuern und Abgaben. Wer das beherzigt, muss den Vergleich und Wechsel nicht scheuen. Denn dort, wo Strom- und Gaskosten sinken, steigt die Lebensqualität an anderer Stelle. Vielleicht kennen Sie das, das eigene Haus hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und kaum ist die Heizung ausgeschaltet, wird es auch sehr schnell wieder kalt. Allerdings, der Energieverbrauch bleibt dennoch sehr hoch. Da sollten Sie dringend was unternehmen. Eine energetische Gebäudesanierung mit verschiedenen Aspekten, mit Außenfassaden, Dachdämmung oder Fenstersanierung. Wir haben Ideen und Anregungen gesammelt auf der Fachmesse Heim und Handwerk in München. Wie mache ich mein Haus fit? Gerade bei Häusern, die vor dem Jahr 1980 gebaut wurden, lohnt sich eine Sanierung, um Energiekosten zu sparen. Und dafür sind viele bereit zu investieren. Das hat sich auch auf der diesjährigen Heim- und Handwerkmesse in München wieder gezeigt. Der Besucheransturm war sehr groß. Wenn man einmal erkannt hat, dass etwas getan werden muss, stellt sich die Frage, wo fange ich denn eigentlich an mit der Sanierung? Hier hilft ein Energieberater. Grundsätzlich muss man mal unterscheiden, wie alt das Gebäude ist.
Also vom energetischen Zustand ist es natürlich wichtig zu beurteilen von einem Fachmann, in der Regel ein Energieberater. Der guckt in erster Linie mal nach, wo die Schwachpunkte am Gebäude liegen. Man muss einmal unterscheiden an der Gebäudehülle grundsätzlich, zum Beispiel im Dachbereich, bei den Fenstern, an der Außenfassade oder bei der Heizungstechnik, ob es Probleme gibt bei der Kesselanlage oder bei den Verteilungsanlagen oder ob sich auch zum Beispiel erneuerbare Energien rechnen. Also viel Fläche im wahrsten Sinne, um anzupacken. Aber dafür muss auch eine ordentliche Summe Geld in die Hand genommen werden. Immerhin gibt es etwas Unterstützung vom Staat. Grundsätzlich gibt es natürlich entsprechende Förderprogramme, zum Beispiel von der KfW, die zum Teil zweigeteilt sind, entweder mit einem zinsgünstigen Darlehen oder mit einem Direktzuschuss. Und je höher der Effizienzgrad ist der Sanierung, umso mehr Zuschuss gibt es im Endeffekt. Um welche Summe geht es dabei konkret? Es kommt natürlich auf die Hausgröße drauf an und was ich letztendlich tun muss. Wenn ich jetzt mal so eine Komplettsanierung mache, inklusive Heizungsanlage, muss ich schon so zwischen 50.000 und 70.000 Euro investieren. Das ist eine Menge Geld. Aber auf lange Sicht gerechnet sollte es sich lohnen. Ja, grundsätzlich lohnt es sich natürlich schon, weil man sieht es ja jetzt bei den gestiegenen Energiekosten, gerade bei den fossilen Energieträgern. Wir haben Energiepreissteigerungen in den letzten zehn Jahren von 50 bis zum Vierfachen im Endeffekt, beim Heizöl zum Beispiel. Und man kann natürlich schon sagen, dass sich das innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre amortisiert, jetzt bei jetzigen Energiekosten. Neben der Fassade kann vor allem am Dach sehr viel gewonnen werden. Denn bis zu 70% der Energie gehen hier ohne eine gute Dämmung quasi in die Luft. Richtig dämmen kann man es mit einer Aufdachdämmung von Bauder. Wenn man da nach der neuesten Energieverordnung geht, dann müssen wir eine Aufdachdämmung machen mit 160 mm. Und die hat dann einen U-Wert von 0,14 und einen K-Wert von 0,24. Der U- bzw. früher K-Wert beschreibt die Wärmedurchströmung eines Materials bei unterschiedlicher Temperaturlage auf jeder Seite des Materials. Je niedriger der Wert ist, umso energieeffizienter ist die Dämmung. Gedämmt bzw. saniert werden sollte auch speziell an den Fenstern, denn besonders an den Rollladenkästen kann viel Energie nach draußen entweichen. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wo man hat, den Rollladen zu isolieren, weil die Rollladenkästen sind ja unterschiedliche Produkte, sage ich jetzt einmal. Früher haben wir die sehr viel selber gemacht auch. Dann sind auch wieder Putzreste drin. Dann gibt es so Matten, das wären so Zellkautschukmatten oder auch, wir haben auch flexible Matten einfach, wo man dann einfach den Rollladenkasten nachträglich isolieren kann. Hier könnte der fleißige Bastler und handwerklich Geschickte auch direkt selber anpacken. Handwerklich Begabte können das sehr gut selber einbringen. Wer aber dann natürlich sagt, nein, möchte ich selber nicht machen, haben wir natürlich auch Fachkunden wie Rollladenbauer, Schreiner, Fensterbauer. Da kann man sich dann auch ein Angebot holen und kann man das dann auch vom Handwerker einbringen lassen. Gut gedämmt können auch an den Rollladenkästen die Energiekosten deutlich gesenkt werden. Bestimmte Mindeststandards werden dabei erfüllt, jedoch abhängig vom Haus und der Konstruktion des Rollladenkastens. Das kommt jetzt immer darauf an, wie viel Stärke als man reinbringt in den Rollladenkasten. Wenn man natürlich unser Stärkstes, die 28 mm einbringt, dann erfüllen wir natürlich auch den Standard. Ja. Aber das kommt halt immer darauf an, auf die Gegebenheiten, was bringe ich eigentlich in den Rollladenkasten rein. Ja. Aber es ist immer lieber weniger als gar nichts. So muss man das einfach sehen, weil wie gesagt, die Altbau-Rollladenkasten, da habe ich einfach die Vorgaben und da kann man dann einfach nichts anderes mehr machen. Und wenn Sie schon bei der Sanierung sind, dann könnte man doch auch gleich noch die Energie von oben dazu holen und ins Haus hineinbringen mit einer Photovoltaikanlage. Wie sinnvoll ist das? Sicher sinnvoll in dem Falle, dass eben diese Anlagen bei der Sanierung den Vorteil haben, dass sie kostengünstig aufs Dach gebracht werden. Den Vorteil haben, dass man sie speziell zur Eigennutzung verwenden kann, um den eigenen, das zu sanierende Objekt eben passend so baut, damit der Eigenbedarf abgedeckt ist, was dieses Objekt selbst Bedarf an Strom hat. Das heißt, alles, was tagsüber am Dach produziert wird, wird dann
in das Haus geleitet. Und wenn im Haus der Bedarf gedeckt ist, wird der Rest, was überproduziert wird, zur E.ON oder sonstigen Stromanbieter gewechselt, der Ihnen dann mit einer 20-jährigen Garantie an Einspeisung, eine sogenannte Einspeisegarantie über 20 Jahre, mit derzeit 24,34 Cent auf 20 Jahre bis 30 kW gewährleistet ist und somit auch die Sanierung des Gebäudes unterstützt wird, weil 20 Jahre Geld regelmäßig kommt, das man auch zu Sanierungszwecken verwenden kann im Zuge dieser Photovoltaik. Wenn das Dach schon frisch saniert wurde, könnten da gleich die Zellen drauf. Aber wie viele sind denn notwendig? Muss man das ganze Dach damit vollkleistern? Also wir richten uns so aus, dass wenn ein Eigenheim, sage ich mal, so 4 kW braucht, eine Doppelhaushälfte, dann versuchen wir um die 5 bis 6 kW nach Gegebenheit zu machen, damit da eine kleine Reserve mit drin ist im Leistungsabfall der nächsten 20 Jahre, sodass praktisch eine Selbstversorgung, wohlgemerkt aber nur tagsüber, gewährleistet ist, denn die Anlage produziert nur Strom, wenn tagsüber die Anlage läuft. Das heißt also, wenn wir große Flächen haben und der Kunde sagt, ich habe einen Bedarf von 20 kW, dann baue ich ihm keine 50 kW drauf, wenn er es nicht möchte. Gut, er wird dafür wieder gutes Geld bekommen, weil er das ja praktisch durch die Einspeisung bekommt. Der Vorteil ist aber, dass wir uns danach richten, dass wir dem Kunden so entgegenkommen, dass er nur so viel aufs Dach bekommt, dass er auch selber braucht, dass er nicht mehr Geld ausgibt und was bezahlt, was er selbst gar nicht braucht, wenn er nur den Eigenbedarf im Vordergrund stellt, um sich unabhängig zu machen. Alles abhängig vom Bedarf. Und dass die Anlagen lange halten, das kann auch garantiert werden. Nach 25 Jahren läuft die Anlage mit Sicherheit noch zu 80%. Aber es geht noch mehr. Ein gutes Beispiel vielleicht. In Italien, im Vatikan, wurden schon in den 60er Jahren Module gebaut. Also Photovoltaikanlagen. Und die laufen heute noch. Und das war die Technologie, wie die Oma mit der Wählscheibe ein Telefon hatte. Ja? Das heißt, weit überholt. Und trotzdem laufen die heute noch mit 50% Leistung. Und das ist sensationell. Ne? Problematisch ist und bleibt das Speichern der gewonnenen Energie im Haus. Die Speicher sind seit vielen Jahren in Arbeit. Es gibt bereits auch diese sogenannten Insellöser, haben wir auch schon verkauft in Österreich, auf Almen. Ja? Aber die nur gemacht worden sind, weil der Kunde es wollte. Rentabel ist das noch nicht. Für eine Speicherung dieser Anlagen bedarf es noch einiger Zeit, denn die Aufladezeit dauert zu lang und die Kapazität zu halten ist zu kurz. Also wenn wir heute das anbieten, würden wir dem Kunden hinweisen, dass in ein, zwei Jahren es wesentlich besser wäre, auch günstiger im Preis. Darum bauen wir unsere Anlagen so, dass erstmal die Anlage gebaut mit den Anschlüssen und jederzeit eine Komponente der Speicherung möglich ist, sodass wir auf alle Fälle, und das ist wichtig, den Kunden damit hingeberaten, nicht jetzt teuer zu kaufen, wenn es in zwei Jahren besser und preiswerter bekommt. Also das ist ein Know-how von uns. Wir bauen aber alles so voraus, dass er in der Lage ist, sofort, wenn diese Akkus da sind und funktionabel sind und rentabel sind, sagen wir so, sofort angeschlossen werden können. Nachrüsten ist also möglich. Am besten Sie informieren sich bei einem Energieberater und lassen Ihr Haus überprüfen, welche Sanierungs- und Umrüstmaßnahmen sinnvoll sind und auch in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Bis zum Jahr 2020 könnten so laut Bundesregierung bis zu 50 Milliarden Euro an Heizkosten gespart werden. Liebe Zuschauer, noch sind wir mittendrin im Winter, aber irgendwann dürfen wir das Radl wieder auspacken und uns aufs Fahrrad schwingen und kräftig in die Pedale treten. Das allerdings ist oft sehr mühsam, wenn es bergauf geht und gerade dann, wenn die Steigung sehr intensiv ist. Kleine Hilfe kommt da von den E-Bikes oder einem Pedelec. Das Pedelec ist nicht einfach nur ein Elektro-Zweirad. Sein Antrieb unterstützt sinnvoll die Muskelkraft des Radlers. Also das heißt, der E-Motor liefert zusätzlichen Schub immer dann, wenn der Fahrer schon selbst in die Pedale tritt. Schauen Sie mal. Mit Rückenwind bergauf, auch wenn kein Lüftchen weht. Das funktioniert tatsächlich mit E-Bikes und Pedelecs. Beide haben eines gemeinsam. Sie besitzen einen Motor, der mit Elektroenergie angetrieben wird. Während das E-Bike als Oberbegriff alle Elektro-Zweiräder einschließt, unterstützt der Antrieb beim Pedelec, dem Pedal Electric Cycle, die Muskelkraft des Radlers. Das heißt, der E-Motor liefert den zusätzlichen Schub immer dann, wenn der Fahrer selbst in die Pedale tritt. Und das garantiert mehr Fahrspaß. Der Antrieb passt sich selbstständig an die sportive Leistung des Bikers an. Klar ist,
Hier steckt intelligente Antriebstechnik drin. Mit dem Sensor-Tretlager werden alle wichtigen Daten wie Drehzahl, Drehrichtung, Drehmoment erfasst und so bedarfsgerecht die elektrische Antriebsenergie eingespeist. Den Pedelec-Ausrüstern steht ein neues seriengefertigtes E-Bike-System mit 4 Fahrmodi zur Verfügung. Es reicht von Eco für eine maximale Reichweite von bis zu 145 Kilometer, über Tour und Sport bis zum Speed-Modus für den ambitionierten Radfahrer. Die Zahlen alleine sprechen für sich. In Deutschland haben wir etwa schon 300.000 E-Bikes verkauft. Letztes Jahr europaweit sind es etwa 700.000. Und meine Prognose, wenn der Trend so anhält, werden wir in 3-4 Jahren auf die 2, vielleicht 3 Millionen E-Bikes in Europa kommen. Und das ist schon ein ganz großer, mächtiger Trend. Das Herzstück des E-Bike-Systems, die sogenannte Drive Unit, sitzt am Radschwerpunkt. Sie ist zusammen mit dem Battery Pack und der HMI-Einheit mit 6,5 Kilogramm ein Leichtgewicht, verglichen zur gebotenen Antriebsleistung. Leistung, die für mehr Fahrspaß auf 2 Rädern sorgt. Mit E-Bikes kommt E-Mobility in Serie auf die Straße. Der Schlüssel für die Elektrifizierung des Antriebsstrangs liegt in kostengünstigen Konzepten. Dafür bietet die VDMA, Forschungsvereinigung Antriebstechnik FVA, eine anwendungsorientierte Plattform. Sie bringt mit ihrer Emotive-Initiative die richtigen Partner aus Wissenschaft und Industrie an einen Tisch. Wir forschen gemeinsam an der Zukunft. Das heißt, die Besten aus Industrie und Wissenschaft führen Projekte an Deutschlands Hochschulen durch. Junge Nachwuchswissenschaftler auf dem Weg zu ihrer Promotion bearbeiten die Projekte. Und das enge Miteinander von Automotive-Industrie, Maschinenbau und Wissenschaft führt hier zu einem echten Exzellenznetzwerk. Wir bearbeiten 50 Projekte zurzeit mit über 200 Unternehmen an etwa 50 Hochschulstandorten in Deutschland. Beim Thema Elektrifizierung setzt die automobile Welt zunehmend auf Hybridtechnologie. Möglich werden die Anwendungen durch die Produzierbarkeit passender Module in großen Stückzahlen, wie am Standort Schweinfurt. Seit Anlauf der Fertigung stellen Facharbeiter auf insgesamt 1200 Quadratmetern 3 Serienprojekte für 3 Fahrzeughersteller her. Und das Auftragsvolumen wächst. Wir gehen davon aus, dass der Markt in den nächsten 5 bis 10 Jahren durchschnittlich um 30% pro Jahr wächst. Das bedeutet, dass wir in diesem Zeitraum etwa 5 bis 6 Millionen Fahrzeuge pro Jahr sehen werden. Die Technologie, die wir dabei unterstützen, ist der Borrelli-Hybrid. Und es wird etwa 1,5 bis 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr mit dieser Technologie geben. Dieses Wachstum ist für uns Anlass genug, auf diese Technologie zu setzen und alle Entwicklungsanstrengungen hierzu auszurichten. Die in Schweinfurt gefertigten Elektromotoren sind speziell für die Integration in den Antriebsstrang entwickelt. Sie eignen sich besonders für Parallelhybridantriebe von PKWs. Da Elektro- und Benzinmotor parallel arbeiten, kann der Antrieb kleiner dimensioniert werden. Das macht die Herstellung besonders kosteneffizient. Ein Plus für den Geldbeutel und die Umwelt. Denn die technischen Vorteile des Elektrohybrids in Fahrzeugen liegen auf der Hand. Mit seiner rekuperativen Eigenschaft wandelt der Antrieb beim Bremsen die Bewegungsenergie in Strom um und speichert sie anschließend in der Batterie. Das Anfahren funktioniert elektrisch. Der Ottomotor schaltet erst bei optimaler Drehzahl zu. Der E-Antrieb unterstützt zusätzlich das Beschleunigen mit dem sogenannten Boost. Insgesamt lassen sich bis zu 30% an Sprit und CO2 einsparen. Ein Verdienst der Forschung. Die Entwickler von Elektromobilität sehen sich ganz neuen Herausforderungen gegenüber, Elektromobilität kompakt, kostengünstig und automotive-gerecht zu entwickeln. Dazu sind Grundlagenforschungen im Verbund notwendig und hierin hat die FVA langjährige Erfahrung und deswegen nutzen wir die FVA als Verband, um auch diesen Anforderungen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Den Durchbruch E-Mobility forcieren. Dazu bietet die FVA eine kreative wie praxisnahe Atmosphäre mit Partnern aus Forschung und Industrie. Damit regenerative Antriebskonzepte ins Rollen kommen, ob auf 2 oder mehr Rädern.
Das war es auch schon wieder für heute von Emission TV, liebe Zuschauer. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenvorschläge, können Sie einfach eine E-Mail senden an etv@drdisch-tv.com. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao.